Hallo meine Lieben, schön, dass ihr wieder eingeschaltet habt. Wundert euch nicht, diese hässlichen Bikini-Streifen. Und nein, ich bin nicht nackt. Ich habe natürlich was an, nur ist es trägerlos. Ja, ihr kennt das wahrscheinlich. Ihr habt vielleicht nur ein, zwei Pinsel zu schminken und möchtet zwischendurch die Farbe wechseln oder einfach den Pinsel weiter benutzen und könnt nicht. Und da habe ich einen kleinen Trick für euch. Also, ich benutze jetzt in diesem Beispiel zum Beispiel einen schwarzen Lidschatten. Damit versuche ich mir gerade einen Eyeliner-Strich zu ziehen. Und wie ich bemerkt habe, es hat richtig, richtig gut funktioniert. Ich war selber wirklich erstaunt. Also es hat mir sogar besser gefallen als wie mit einem normalen Eyeliner. Aber naja, ihr zieht euch jetzt irgendwas mit einem schwarzen Lidschatten. Und dann möchtet ihr nachher die Farbe wechseln. Das heißt, ihr möchtet jetzt zum Beispiel vielleicht nachher mit einem hellen Lidschatten weiterarbeiten. Habt aber jetzt nur diesen einen Pinsel. Und das, was ich normalerweise machen würde, ist natürlich, das an einem Wattepad jetzt auszustreichen. Und so lange ausstreichen, bis dann nachher nichts mehr kommt und dann gehe ich nachher in den hellen Lidschatten rein und will den auftragen, was passiert? Das. Der helle Lidschatten ist dennoch schwarz und man ärgert sich. So, ich zeige euch jetzt einen Trick. Und zwar, nehmt ihr dafür eine Dose, braucht ihr aber nicht unbedingt. Und was ihr dafür benötigt, um jetzt weiterzumachen, ist so ein Haarbann-Schwämmchen oder wie man das nennt, weiß ich jetzt gar nicht. Die könnt ihr jetzt in die Dose füllen. Dann will ich euch jetzt das einmal ganz kurz demonstrieren. Und zwar habe ich jetzt hier einen dunklen Lidschatten verwendet und möchte dann natürlich gleich weitermachen mit dem hellen Lidschatten oder mit einer anderen Farbe und müsst dann einfach jetzt die Farbe wechseln. Und dieses Teil kann man tatsächlich kaufen, das nennt sich Color Switch. Also ihr geht ein paar Mal mit dem Pinsel jetzt über diesen Schwamm und könnt dann halt die Farbe wechseln und gucken mal, das Weiß hinterlässt kein Schwarz mehr. Ich demonstriere euch jetzt das nochmal an einer anderen Farbe, an einer kräftigeren Farbe. Also ich gehe jetzt nochmal in einen dunkleren Schwarz, in ein dunkleres Schwarz rein. Hier, guck mal, es ist wirklich sehr, sehr dunkel und ich könnte jetzt eigentlich mit diesem Lidschatten, mit diesem Pinsel gar nicht mehr weiterarbeiten. Ein paar Mal drin rumgerührt und voilà, benutze ich jetzt als nächstes mein Lila und es funktioniert. Probiert es doch unbedingt mal aus, guck mal. Der Wahnsinn! Ja, das ist so ein kleiner Tipp von mir. Ein dickes, fettes Dankeschön an meine liebe Abonnentin, die mir den Tipp zugesandt hat. Ich kann nicht alle eure Nachrichten beantworten, aber seid gewiss, ich lese sie alle und sie berühren mich alle sehr, 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 sehr. Ihr könnt mir gerne immer weiter so eine Tipps senden. Auch ich als Make-up-Artist weiß manchmal von einigen Sachen nicht und deswegen ist es immer ganz gut, wenn ihr mir die Infos zukommen lässt. Wie gesagt, ihr könnt das selber nachmachen. Es ist wieder sowas, wo ich denke, oh Gott, da hättest du auch selber drauf kommen können. Weil ich habe auch wirklich immer dieses Problem, dass all meine Pinsel immer ständig dreckig sind. Und ihr könnt es, wie gesagt, selber machen oder für 19 Dollar euch aus Amerika bestellen. Aber why? Na, das sieht doch gleich viel besser aus. Was ihr nicht vergessen solltet, ist das Ganze natürlich nach 2-3 Mal Anwendung auszuwaschen. Einmal kurz auswaschen und dann könnt ihr das wieder trocknen und wieder weiter benutzen. Und das ist super. Es ist auf jeden Fall eine kleine Erfindung, wo ich wieder denken könnte, das hätte ich selber machen können, wie dieser Cleanser. Das ist ein Handschuh, womit man zum Beispiel die Pinsel sauber machen kann. Und zwar macht ihr den einfach nass mit ein bisschen Spüli und könnt dann hier einfach hier drüber gehen. Also ihr müsst das dann so halt anziehen. So. Ich hätte mir vielleicht noch gewünscht, dass das hier oben auch noch geschlossen wäre, sodass die Hände nicht unbedingt nass werden. Und hier auf der anderen Seite auch. Also das funktioniert wunderbar. Wer wirklich das Pinselreinigen satt hat, der kann sich das gerne mal bei Coco Shop angucken. Und jo. Hat euch das gefallen, dann lasst mich das bitte in den Kommentaren wissen. Und mögt ihr solche Sachen, so eine Quick-Tipps, dann lasst es mich auch wissen. Weil, ja, ich orientiere mich immer an euch und ihr seid die Besten. Danke, 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 danke für eure Unterstützung. So, bis zum nächsten Mal. Tschüss.